Herzlich willkommen zurück auf unserem PSA Marketing YouTube Channel. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, ein neuer Impuls und vor allem ein persönlicher Gedankengang von mir selbst. Worum geht es hierbei? Super einfach, es geht um das Thema Erweiterung von deinem Online-Arbitrage-Business. Es ist zwar super, dass das Online-Arbitrage-Business auf Amazon herausragend läuft, so weit, so gut. Allerdings, ich sage es dir ehrlich und offen, ich habe Pferde kotzen gesehen. Das bedeutet, wir müssen zwingend ebenfalls weitere Geschäftsfelder in unser Online-Arbitrage-Business aufbauen. Was könnte man zum Beispiel an deiner Stelle machen? Dieses Video übrigens ist lediglich für Fortgeschrittene. Das bedeutet, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, dann schalte einfach nur ab. So, worum geht es hierbei? Super einfach. Hast du schon mal gedacht, dass du deine eigenen Produkte nicht nur an viele B2B-Kunden auf Amazon verkaufen kannst, auf viele verschiedene Plattformen? Auch dazu haben wir ein tolles Video gemacht zum Thema Multichannel-Marketing. Das verlinke ich dir hier oben. Wichtig ist aber eine weitere Sache. Und zwar, hast du schon einmal gedacht, Produkte zu verkaufen, die du gar nicht im Besitz hast? Nehmen wir mal an, ein kurzes Beispiel von mir aus der Praxis. Vor kurzem hatte mich eine riesige Firma angefragt für 5200 Festplatten. Ich sage es dir ehrlich und offen, ich habe lediglich 1 Euro draufgeschlagen und bei meinem eigenen Lieferanten angefragt. Was ist danach passiert? Denselben Posten habe ich von A nach B verschoben, ohne den Großhändler bekannt zu geben. Das bedeutet, ein einziger Deal, kein Aufwand oder nahezu kein Aufwand und 5200 Euro Rohertrag. Was kann man noch machen, abgesehen von diesen tollen Dropshipping-Deals? Beachte bitte eine einzige Sache. Auf Amazon, man muss ehrlicherweise auch sagen, gibt es Schattenseiten. Eine Schattenseite ist, du kannst gesperrt werden. Wenn du natürlich PSA-Marketing kennst, können wir dir dabei helfen. Aber was machst du in der Zwischenzeit, wenn dein Account gesperrt ist? Super einfach, ein weiterer Impuls. Schreib doch einmal deinen eigenen Großhändler an, wenn du tolle Konditionen hast, zum Beispiel für diverse starke Produkte, wie zum Beispiel diese Kamera, die mich gerade aufzeichnet. Dann kannst du deine eigenen Produkte ebenfalls nicht nur an verschiedene Endkunden verkaufen, an deine Coaching-Kunden verkaufen. Nein, du kannst deine eigenen Produkte sogar an deine Lieferanten weiterverkaufen. Viele Lieferanten haben oftmals Engpässe für diverse Produkte. Warum kommst du dann nicht ins Spiel und sagst, liebe Leute, ich bin in der Lage, 1800 Produkte von dieser einen Asen oder von dieser einen EN-Nummer für euch zu besorgen. Du schlägst lediglich 50 Cent drauf und machst dabei tolle und vor allem starke Deals. Denn wir müssen nachhaltig denken und vor allem langfristig denken. Denn wir möchten nicht nur eine Einnahmequelle haben auf Amazon.de. Wir möchten viele Länder bedienen und vor allem wir möchten sehr gute Geschäftsbeziehungen mit unserem Großhändler haben. Das bedeutet, ich kann von meinem Großhändler nicht nur einkaufen, sondern wie bereits erwähnt, ich kann ebenfalls Produkte an meinen Großhändler veräußern. So, was könnte man noch machen? Schau mal, du kannst grundsätzlich die Plattform Alibaba sehr klug nutzen. Jetzt denkst du dir, Halleluja, die Plattform Alibaba ist lediglich für das Private Label Business herausragend geeignet. Nein, das ist nicht richtig. Auf dieser Plattform kannst du ebenfalls frühzeitig starke Trends erkennen. Du schaust dich auf dieser Plattform um und wenn du erkennst, es gibt einige tolle Produkte, wo die Nachfrage enorm ist, aber die Konkurrenz auf Amazon schläft, denn in Deutschland schlafen leider Gottes sehr, sehr viele Händler und Händlerinnen da draußen, dann kannst du das für dich gewinnbringend nutzen. Das ist sehr, sehr wichtig und somit weißt du von vornherein, aha, Produkt A, B und C läuft und bei diesen Produkten habe ich eventuell keinen Großhändler. Aber was ist, wenn ich gezielt zu meinem bestehenden Lieferantenkreis gehe und vor allem nach diesen Produkten anfrage? Der eine oder andere wird es ja nicht liefern können, aber es gibt oftmals Großhändler, welche für dich, sofern deine Geschäftsbeziehung gut ist, nach diesen Produkten in ihrem Netzwerk schauen. Denn nur zusammen sind wir stark. Nur gemeinsam können wir wachsen. Das bedeutet, denke bitte nicht an heute, an morgen, sondern denke daran, wie kannst du dein Kapital innerhalb von 3 bis 4 Jahren verzehnfachen. Und das geht nicht von heute auf morgen, das geht wirklich nur mit Überstunden, mit harter Arbeit und vor allem mit den richtigen Partnern an deiner Seite. Wenn auch du dein Business auf das nächste Level bringen möchtest, wenn auch du diesen schönen Swimmingpool miterleben möchtest, vielleicht in einem Q&A mit mir, dann kontaktiere uns gerne jetzt auf www.psamarketing.de. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald.